und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode Let's Fight. Wie ihr erkennen könnt, wir zocken heute Streets of Rage 4. Das ist die Neuauflage. Der vierte Teil, es geht endlich weiter. 2020 kam Sega auf die Idee, eine Fortsetzung zu machen. Besser spät als nie. Ja, und den Teil, den zocken wir durch. Allerdings nicht auf Ehre. Das ist bei so einem Game nur schwer möglich. Ich bin echt gespannt. Und wir fangen auch direkt an. Wir nehmen... Was kann man denn hier alles wählen? Ja, wir nehmen direkt die Story. Slot 1. Start. Ja, wir nehmen normal. Okay, wir haben hier einen komponenten Kämpfer. Wahrscheinlich aus den ersten drei Teilen. Hat sie ein bisschen zur Ruhe gesetzt, der Gute. Dann haben wir hier Blaze. Sherry. Floyd. Ein bisschen erinnert er mich an Jax von Mortal Kombat. Wen nehmen wir denn? Den Übergewichtigen. Ja, komm, wir nehmen den. Okay, es geht direkt los. Ich bin gespannt. Ja, es herrschte Frieden in der Stadt bis jetzt, ja. Ein neues Imperium des Verbrechens ist entstanden, das alles Gute in der Stadt unterwandert und zerstört. Gerüchten zufolge wird es von Mr. X, ja, sehr innovativ, eigenen Kindern geführt, ja, die Y-Zwillinge. Die ehemalige Tive Exelstorm, Blaze Feeling, tun sie mit der Tochter der alten Freundin Sherry zusammen, bla bla bla. Zusammen nehmen die vier den Kampf gegen das Y-Syndikat in die eigene Hände auf den Streets of Rage. Okay, Story ist... extrem platt, ja, wie man es kennt. Könnte aus einem 80er-Jahre-Film sein. Okay. Level 1. Die Straßen. Übrigens, was ich sehr uncool finde, ist, das ist das erste Spiel, wo man Mad Catz Pro Fighting Stick nicht erkannt wird. Also ich nehme hier einen einfachen Standard-Controller. Okay. Grafikstil ist nice. Okay, den vermöbeln wir hier. Die Kohle nehmen wir mit, die kann man ja bestimmt immer gebrauchen. Okay, er ist zwar etwas übergewichtig, aber er hat's drauf. Okay, was haben wir hier? Ah, okay. Das ist so eine Art Super Punch. Ah, ich erkenne sogar die Gegner, die sind quasi hier den mit der gelben Jacke, den kenne ich aus den anderen Teilen. Filmen den Apfel. Sehr, sehr gesund. Voll in dieser kalten Jahreszeit. Okay, gehen wir weiter. Wieder Geld gefunden. Würde man doch bloß Geld so auf der Straße finden, richtig? Jo, er kommt hier mit Messer direkt an. Auch nicht der hellste. Das Messer nehmen wir mit. Nix da, mein Freund. Oh, hat er uns überrannt. Und da machen wir eine super Dragon Punch Combo. Hier liegen die Messer jetzt alle rum. Schöne Grüße aus Solingen. Den haben wir hier. Ist das nicht DMX, der Rapper? Oh, irgendwas passiert hier gerade, Freunde. Das hat gerade gebrummt. Mein Controller hat ziemlich vibriert. Kommt die von unten? Haben die eigentlich eine Blocktaste? Ja, scheint nicht. Zack, den haben wir auch vermöbelt. Das ist das Schöne an so Sidescrollern. Es geht direkt los, keine große Story. Keiner hat Depression oder muss irgendein Land oder irgendein Königreich retten. Oder ist auf einem Selbsttrip. Okay, er ist ein bisschen korpulent, aber er ist echt drauf, muss ich sagen. Schaut euch an, wie er mich aus der Luft gefischt hat. Zack. Okay. Zerstör natürlich hier und ein halbes Hähnchen. Gleich einen ganzen Truter nehmen wir mit. Ihr wisst ja, das ist immer die obligatorische Energie auffüllen, wenn man immer so Essen findet in solchen Spielen. Was wir auch noch demnächst zocken werden, ist die Neuauflage von Double Dragon. Da bin ich sehr gespannt drauf. Kam ursprünglich für die 360 raus.
Oder ist auch kompatibel zu der Xbox One. Na. Da seht ihr die Kneipe. Nur für geladene Gäste. Heute in Corona-Zeiten undenkbar. Na. Und gib ihm... Das Geräusch war ziemlich hohl gerade gegen seinen Kopf. Was bei den Streets of Rage-Teilen so geil war, dass einfach die Musik der Hammer war. Aber ich finde die Musik bis jetzt hier so ein bisschen so einfach nur so Standardgedudel. Aber wir werden die alten Teile auch mal durchzocken. Dann werdet ihr sehen, was ich meine. Dass da richtig geile Techno-Musik drin war. Das hatte Sega überhaupt drauf beim Mega Drive. Die Musiken waren einfach immer der Hammer. Soundtechnisch den Super Nintendo auf jeden Fall überlegen. Den Apfel nehmen wir mit. Wer den Zahnarzt nicht mag, ist den Apfel pro Tag. So, mein Freund, du willst auch meine Fäuste schmecken? 22 Treffer, schau dir das an. Was ein Kombozähler. Zack, gib ihm mit dem Knie. Da ist erneut der halbe Hähnchen. Ich finde, die Soundeffekte könnten ein bisschen krachender sein. Eisenstange nehmen wir mit. Er hat hier noch nicht genug. Jetzt aber. Nein, doch nicht. Zack. Mein Freund. Merke dir, kommt einer mit einer Eisenstange, lauf besser weg oder renn gegen ein fahrendes Auto. Jetzt geht der Autoalarm auch noch los. Da kommen bestimmt die Nachbarn gleich. Ja, 296 Punkte. Weiteres Leben in 4000. Okay. Stern-Move. Okay. Oh, nicht schlecht. Also haben wir einen Ultra-Move. Das interessiert ihr den trotzdem nicht. Der steht wieder auf. Ein Messer. Ganz unspektakulär stechen wir ihn einfach ab. Aber die hellsten sind die Typen hier nicht. Wie ihr sehen könnt. Auf. Hier gibt es wieder einen Apfel. Weiteres Leben in 3000. Das halbe Hähnchen nehmen wir gleich mit. Okay, was haben wir denn hier? Ein Eisenstangenwerfer. Turbo. Ihr seht, naja, viel Taktik braucht er nicht. Er schmeißt einfach eine Eisenstange runter. Das heißt, ja, wenn wir gleich Ersatz brauchen, wir haben bis zur nächsten Woche genug davon. Okay. Wieder eine Eisenstange. Oh, okay, die Dinger haben ein Leben. Oh. Na, schaut euch das mal an, wie viel der Energie gezogen hat. Wir holen uns jetzt das Hähnchen. Aber ohne ihn natürlich noch zu vertrümmern. Und ja, Max Suplex kriegt er auch noch ab. 23 Treffer, er steht immer noch. Oh, das war's dann. War es jetzt der erste? Was ist das denn für ein Lappen hier? Schaut euch da an, er nimmt noch nicht mal die Hände aus der Tasche. Sehr unfreundlich. Da ist sein Bruder, ja, der kriegt sie auch gleich auf die 12. Er spielt sie ein bisschen gechillt, muss ich sagen, so. Okay, super, 216 Schaden. Okay, das klingt ja schon mal gut und ah, da hat uns der Strom erwischt. Und die Flitzpiepe mit dem Messer. Und die Super Dragon Punch Combo. Den geben wir auch mit dem Knie. Da sind wieder die beiden Langweiler. Oh, er schmeißt mich einfach um. Mir
Combo haben die keine Chance. Da, friss. Sag mal, er kommt ganz gechillt und schmeißt mich einfach über den Haufen. Guck mal, okay, wir haben einen Apfel drin. Wow, so viel Energie für einen Apfel und Geld natürlich auch. Noch mehr Geld. Können wir uns die neue PlayStation 5 von kaufen, ja? Und nochmal ein Hähnchen. Okay. Ökologisch die richtige Wahl, kein Auto zu fahren, sondern die S-Bahn zu nehmen. Allerdings kann man hier nicht wirklich viel sehen. Und springen kann ich auch nicht. 5 Treffer. Okay, können wir wieder raus. Okay, es geht weiter. Also Zoom-Effekt gefällt mir gut. Das ist wahrscheinlich jetzt... Ah, oh, toll, Diva. Okay, man schlägt doch keine Frauen, aber hier, das Spiel macht wieder eine Ausnahme wie ein Double Dragon. Oh, da hat sie uns erwischt mit dem Strom. Ach, die hat eine Schlange. Ist das eine Schlange? So, gegen den Dragon Punch. Oh, nehmen wir mit, das halbe Hähnchen. Oh, Break, Combo Break, habt ihr gesehen? Ah, gibt's eine Combo? Yes! Zack, 12 Treffer. Nun? Okay, wir gehen mal in Deckung. Da kommen wieder die Langweiler. Zack, da gibt es einen gesprungenen Kick und noch einen Backsuplex hinterher. Der kommt einfach ganz entspannt, tiefenentspannt, gibt er mir einen mit seiner Birne. Boah. Da haben wir unser erstes Leben weg, Freunde. Donovan heißt der. Einfach ganz entspannt. Ja, man kann also hier Sachen auch kombinieren, das ist nicht schlecht. Aber der mit dem Messer, der ist einfach... So, jetzt haben wir hier eine Pipe. So, so gehen wir jetzt ein. Jetzt kriegt jeder eine Kelle von euch. Ah, dann haben wir das nächste Leben verloren, Freunde. Na, wirst du wohl... Die bewacht auf jeden Fall irgendwas. Ich glaube, es gibt ja richtig viel Moos. Mitten im Punchstock? Was soll das denn? Okay, gewonnen ist gewonnen. So, es wird abgerechnet. Besser als Minus auf dem Konto, das kann ich euch sagen. Ewige Punkte. Okay. Rang C. Hm.